Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Hier ist immer noch das Hasenbild, was äußerst hübsch aussieht. Ein echter Hase wäre mir natürlich lieber, den ich hier dann braten könnte. Jetzt nochmal ein bisschen Stoff. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Bank wieder. Wir haben uns ausgeruht, wir sind ganz gut dabei. Und er sagt hier Erfrierungsrisiko, kaltes Wetter. Ach so, am Kopf hat er das, weil uns ist eigentlich warm. Aber der sagt hier, das ist ihm etwas fröstelt. Stromrechnung. Krass. Überfällig, aha. Letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlungen an die Mainlands Power Corp sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Konto soll beträgt 1256 Dollar. Ich. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich dieser Klärung dieses Sachverhaltes zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgerichtet haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden. Okay, dem Wort hier der Strom abgestellt. Kann ich das mitnehmen? Ja, ich nehme es mal mit. Dem Wort hier der Strom abgestellt. Mit dem Solarpanel könnten wir dann vielleicht hier in dem Haus tatsächlich auch wieder Strom haben. Das erste Mal. Hier sind noch Streichhölzer. Nice. Eine Urne durchsuchen. Bankschließfachschlüssel. Krass. Gut, dass ich das gemacht habe. Ich dachte so, eine Urne. Habe ich ja immer viel mit auf der Arbeit zu tun. Boah, das ist ja mega krass. Okay. Komm, mal ein Screenshot hier von dem Hasen. Und dann geht's zurück zur Bank. Ich muss noch gucken, dass ich irgendwie eine zweite Mütze oder sowas bekomme. Dass ich da nicht mehr so friere am Kopf, ne? Der sagt mir hier, dass er mega friert. Ja, muss ich gucken, wie ich das regel. Und der läuft, ich kann ihn gar nicht mehr laufen, weil ich so viel Gepäck dabei habe. Gott, ich habe gerade gesagt, da werden zwei Wölfe laufen. Ich weiß gar nicht, ob die uns auch was tun hier. Ich hoffe nicht. So, wo muss ich denn entlang? Ich glaube, hier den Weg wieder hoch. Hier ist noch ein Zweig. Aber ich muss aufpassen mit dem Gewicht. Ich muss echt aufpassen mit dem Gewicht. Aber ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung. Da unten ist nochmal ein Briefkasten. Ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich das Vertrauen herstelle zu der grauen Mutter, dass ich dann das Gewehr bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das sowieso bekommen würde. Aber das wäre halt mega geil. Dann wären, wenn ich genug Patronen bekommen würde, auch die Wölfe kein Problem mehr. So, hier ist nochmal der Briefkasten. Der ist leer. Das heißt, er hat, ja gut, das war ja die letzte Mahnung. Er hat gar keine mehr bekommen. Strom wurde abgestellt. So. Erstmal hier zurück zur Bank. Krass, das kaputte Auto hier habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass das hier so eingedutscht ist. Ich kriege auch die Motorhaube gar nicht mehr auf. Der Vorraum ist leer. Ich glaube, hier habe ich auch schon alles durchsucht. Aber wir sind jetzt auch hier an der Bank. Das ist auch so kaputt. Sind die alle so kaputt? Nee. Ich glaube nicht. Kofferraum öffnen. Den habe ich noch gar nicht versucht. Das mache ich mal eben schnell. Okay, ist leer. Sehr gut. So, hier ist die Bank. Wolf ist weg. Das ist
natürlich einerseits gut, weil ich das Fleisch holen kann. Andererseits natürlich schlecht, weil ich nicht weiß, wo er ist. So. Jetzt muss ich ja eigentlich zu den Schließern schon kommen können. They hide the combination for this vault. Wo ist die Kombination für den Tresor? Das ist die Frage. Ich habe ja hier schon mal gesucht nach dem... nach der Kombination. I'd eat anything right about now. Okay, dann kriegt er jetzt erstmal hier was zu essen. Den Erdnussbutter. Und die bringt ja mega viel, geil. Wo ist die Kombination? Und dann war es auch nicht mehr. Vielleicht in seinem Büro. Habe ich alles schon durchsucht? Aktenschrank ist auch alles leer. Liegen noch ein paar Handschuhe. Dies voll drin. Geil. Okay, die brauche ich nicht. Die Arbeitshandschuhe brauche ich auch nicht. Nur ein bisschen Gewicht sparen. Ich habe schon wieder so viel Kram dabei. So krass. Kaputte Baseballmütze. Guck mal, ob ich die nochmal eben reparieren kann. So. Nee, kann ich nicht. Aktion. Nee, kann ich nur zerlegen. Okay. Dann bringt das nichts. Dann hätte ich die vorher reparieren müssen. Den hier mal durchsuchen. Ist auch leer. Kann denn die Kombination stehen? Schublade. Ist auch leer. Schublade. Kann denn die Kombination stehen? Für den Tresor. Hier steht ja nirgends irgendwas. Wird das noch nicht mal angeschlossen? Hier wieder Kabeldiebe am Start gewesen. Bisschen Stoff. Shit, wo ist denn die. Ist denn die Kombination für den verdammten Tresor? Tong, ja gut. Bringt mir alles nichts. Locked. Can't get in here yet. Beziehungsweise vielleicht ist hier in dem Tresor dann irgendwas drin, dass ich hier reinkomme. Und hier hinter sind wahrscheinlich dann die Bankschließfächer, wo ich ja unbedingt hin muss. Ich habe auch hier gar nichts drin, ne? Neben Zoe. Hier ist nichts. Suche und verwende den Schlüssel zu den zahlreichen Bankschließfächern der Bank von Milton. Ja gut. Ops, Zoe. Durchsuche das Bauernhaus, habe ich gemacht. Nehme den Inhalt aus dem Bankschließfach und bringe ihn der grauen Mutter zurück. Ach, die Magnesiumfackel und sowas. Okay, ja, bringe ich das mal eben zurück. Vielleicht kriegen wir dann die Kombination hier für das große Bankschließfach. Oder was stand da? Aus dem Bankschließfach und bringen die graue Mutter zurück. Okay, also es war nicht diese kleine Kassette, die wir da gefunden haben, sondern das muss wirklich schon ein Bankschließfach sein. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie ich an das Bankschließfach drankomme. Beziehungsweise an die Kombination oder so. Vielleicht ist es einfach nur schlecht übersetzt worden. Ich gucke jetzt mal. Ne, hier ist nichts. Vertrauen. Opa möchte zu reden. So, Gegenstände geben. Da tausche ich mal hier alles hin. Und gut, mach ich mal einen. War ein Dosenöffner. Ich will auch noch einen Dosenöffner haben. Den will ich ja selber behalten. So, 143. Krass. Dosenöffner bringt 25. Ein-Mann-Packung. Aber die habe ich selbst gegessen. Shit. Naja, ist egal. Okay, ich muss also wirklich versuchen, irgendwie ins Bankschließfach zu kommen, aber ich weiß nicht wie. Ich kriege ja diese große Tresortüre nicht auf.
Und die Kombination für das kleine Schließfach habe ich auch noch nicht. Da muss ich erst mal gucken, wie ich das mache. Die graue Mutter ist so ein bisschen faul geworden. Ne? Sonst stand hier immer eine Suppe. Wird auch nicht mehr. Die hier kann ich nicht essen. Das ist schon komisch. Naja, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann gucke ich mal in der nächsten Folge, dass wir echt an dieses Schließfach kommen. Hier ist noch ein Bild von einem Hirsch. Letztes Mal haben wir ja einen Hasen gefunden. Bis später. Ciao.